besteht aus Maßen und Zahlen. Preise, Kennzeichen, Geheimzahlen sind überall. Doch so sichtbar die Zahlen sind, so unsichtbar ist die Wissenschaft, die sich mit ihnen befasst. Mathematik. Das verborgene System, das hinter allen Naturwissenschaften steht. Physik oder Chemie, überall wird mit mathematischen Formeln gearbeitet. Mathematik steckt hinter jeder Versuchsreihe und in jeder Tablettenschachtel. Und in den Computerprogrammen, die die Medizin revolutionieren. Mathematik kann unseren Körper heilen, indem sie ihn berechnet. Die Algorithmen der Mathematiker brachten das schwerste Flugzeug der Welt in die Luft, den Airbus 380. Mathematik erobert unseren Himmel und Mathematik trägt uns ins Weltall. Kann ihr Vokabular uns das Universum erklären? Die Natur trägt die Handschrift Gottes und zeigt sich in der Mathematik. Nikolaus von Kues, Galileo, Descartes, sie alle eint die Idee, das Zitat Galileo, das Buch der Natur mit mathematischen Symbolen geschrieben ist. Man könnte verknappt sagen, dass Gott selbst das Buch der Natur in mathematischer Sprache verfasst hat und deshalb können wir es, wenn wir mathematisch denken, auch verstehen. Für René Descartes, einen Zeitgenosse des Wissenschaftlers Galileo Galilei, lag in dieser Sprache auch die Möglichkeit, entsprechende Maschinen zu konstruieren, die wir heute Computer nennen würden. Vom Buch der Natur aus betrachtet hängen künstliches und biologisches Leben, Programm und genetischer Code eng zusammen. Und es ist verblüffend und erinnert an unseren Pisa-Schock, wenn Descartes sich schon im Jahre 1628 darüber wundert, dass es gelehrte Zeitgenossen gab, die Arithmetik und Geometrie, Zitat, schnell als kindlich und hohl geringschätzen und schon auf der Schwelle davor zurückschrecken, sie zu lernen, als wären sie schwierig und verwickelt. Descartes fordert neue, an klaren Regeln orientierte Beweisverfahren in der Mathematik und auch für die Naturwissenschaften. Das ist für ihn der entscheidende Schlüssel zum Verstehen der Welt, wobei das Universum für ihn noch so etwas wie die wirklich gewordenen Gedanken Gottes meint. Er nennt das Mathesis Universalis, eine universale Lehre, die vom einfachsten und leichtesten ausgeht und von dort aus zum Komplexen fortschreitet. Und ähnlich begann auch einer der größten Denker der Neuzeit, Immanuel Kant, 1770 seine Karriere auf dem mathematischen Lehrstuhl in Königsberg als Professor für Logik und Metaphysik. Vielleicht hätte er bereits den Würfel geknackt, den Lothar Schüler Ihnen jetzt vorstellt. Dieser Würfel ist ein schwieriges Ding. Nur ein paar Mal hat man ihn gedreht und schon sind die Farben in Unordnung. Wie überall auf der Welt lautet auch hier das Ziel, Ordnung schaffen. Den Würfel löst man buchstäblich mit den Händen, ein sinnlicher Akt. Aber dieses Ziel kann man nur durch abstraktes Denken erreichen. Der Würfel ist ein Gegenstand mathematischer Erkenntnis. Ohne abstraktes Denken keine Lösung. Abstraktes Denken, das verlangt Regeln, die uns nicht immer bewusst sind, aber dennoch wenden wir es an. Abstraktes Denken, das ist unsichtbar. Und dennoch ordnet es die Welt. Am Anfang, da schien nichts zu sein. Doch dann begann man zu unterscheiden. Zwischen Eins und Mehreren. Pythagoras erkannte, alles ist Zahl. Und da begann die Mathematik. Keine Mathematik ohne Zahlen. Aber sind Zahlen schon Mathematik? Sind sie nicht nur dazu da, damit wir mathematische Ideen verstehen?
Noten sind auch noch keine Musik. Mit Noten kann man Musik nur notieren. Durch Musik wird ein abstrakter musikalischer Gedanke zu einem hörbaren Ereignis. Die Noten sind den Zahlen gleich. Sie fixieren etwas, das so unsichtbar wie mathematisches Denken ist. Und hier findet das Denken statt. Wir stellen uns Dinge vor und machen Pläne. Durch die abstrakten Berechnungen der Mathematiker kann ein sichtbares Ereignis entstehen. Wer ein Haus baut, macht einen abstrakten Gedanken real erfahrbar. Der Architekt ist der Komponist unter den Mathematikern. Doch der Mensch will mehr als die Welt ordnen. Wir suchen eine göttliche Ordnung, die Wahrheit. Aber wo ist die? In uns? Für einen mathematisch Ungebildeten ist das Wissen vom Göttlichen unerreichbar. Das sagte im 15. Jahrhundert Kardinal Nikolaus von Kues. Wo kommt die göttliche Ordnung her? War Gott ein Mathe-Crack? Müssen wir Gottes Sprache lernen, um die Welt zu verstehen? Allein mit Mathematik ordnen wir die Welt. Wir unterteilen sie in Zeit- und Raumabschnitte. Das ist das Ziel, durch Beobachtung die Ordnung der Welt zu verstehen. Im 16. Jahrhundert begannen Wissenschaftler nach Regeln in den Erscheinungen der Natur zu suchen. Er war einer der ersten, Galileo Galilei. Nur durch Experimente und Beobachtungen könne man lernen. Galilei suchte Gesetze, die alles erklären. So wie später auch Kepler. Der wollte den Lauf der Planeten in eine numerische Ordnung bringen. Sphärenmusik. Merkur, Venus, Erde, Mars, Saturn und Jupiter. Kepler sagte, Gott hat das Universum mit einer numerischen Gesetzmäßigkeit versehen. Keplers erstes Gesetz lautet, die Umlaufbahnen der Planeten stehen mit den Achsen ihrer Ellipsen in Zusammenhang. Das Universum gehorcht einer Ordnung. Der Brite Isaac Newton lieferte dafür den mathematischen Beweis. Die Ellipsen der Planetenbahnen sind zwingend notwendig. Die Schöpfungsgeschichte wurde durch Mathematik beschrieben. Dann erfand der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz die Differentialrechnung. Es ist weit mehr als nur ein Witz, dass man ausgerechnet einen Keks nach Leibniz benannte. Er entwickelte das Prinzip einer Rechenmaschine, das auf einem binären Zahlensystem beruht. Gerechnet wird nur mit 1 und 0. Die 1 steht für Gott. Die Null für das Nichts. Leibniz sagte, indem Gott rechnet, entsteht die Welt. Die Eins ist Grundlage von allem. 1:0 für Gott. Doch was passiert, wenn alles nur durch Zahlen beschreibbar ist? Längst suchen die Forscher nach dem genetischen Code. Wie lautet die Urformel für den Menschen? Am Ende ist der Mensch notierbar und als Klon beliebig aufführbar wie eine kosmische Symphonie.
Aber ist der Mensch nicht doch ein wenig mehr als höhere Mathematik? Sprechen Mathematiker von Mathematik, dann sprechen sie von der Wissenschaft der Muster. Viele dieser Muster sind nicht mehr real, sie existieren nur im Kopf. Unsichtbare Welten, so schön wie ungehörte Musik. Die Mathematik ist ein Erkenntnisprozess, immer weiter auf dem Weg. Wir wissen, für den Würfel gibt es eine Lösung, aber begreifen wir sie auch? Ist Mathematik die Sprache Gottes oder der Natur? Der Würfel ist ein schwieriges Ding. Und damit es ein bisschen leichter wird, stelle ich Ihnen jetzt mal meine Gäste vor, Ladies First. Zunächst Kai Niesel, schönen guten Abend. Guten Abend. Mathematikerin und Physikerin, arbeitete bei Nobelpreisträger Manfred Eigen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, erforschte Modelle der Evolution von Viren und ist heute Leiterin der Bioinformatik-Forschergruppe Algorithmen und Simulation an der Universität Tübingen. Dann Herbert Mertens, schönen guten Abend. Historiker und Mathematiker, Professor für Neue Geschichte, genauer für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Braunschweig. Unter anderem Autor des inzwischen leider vergriffenen und bitte wieder neu aufzulegenden Buches Moderne Sprache Mathematik. Und ich begrüße Peter Gritzmann. Schönen guten Abend. Guten Abend. Professor für Mathematik an der TU München, ausgezeichnet mit dem Max-Planck-Forschungspreis und Autor des populärwissenschaftlichen Buches Das Geheimnis des kürzesten Weges, das bei Springer erschienen ist. Herr Gritzmann, das fing an mit Zählen von Vieh und Getreide bei den Babyloniern, dann wurde auch gemessen. Wann wurde aus diesem Rechnen und Messen eigentlich wirklich Mathematik? Es ist natürlich die Frage, was Sie als Mathematik definieren. Ich glaube, Rechnen und Messen ist etwas, was Menschen tun und tun müssen, um mit ihrer Umwelt zurechtzukommen. Und Mathematik ist das auch. Mathematik ist in gewisser Hinsicht ein Instrument, um die Umwelt besser verstehen zu können. Also insofern können Sie ruhig sagen, die Mathematik hat eine lange, lange Geschichte. Mhm. Und im strengeren Sinn, also so wie man das heute versteht, Mathematik? Naja, es hat sehr viele Phasen gegeben, in denen die Mathematik ihren Charakter geändert hat, im Sinne der zunehmenden Strenge. Descartes hat gesagt, alles, was nur vermutlich richtig ist oder fast richtig ist, ist vermutlich falsch. Und so ist es ja auch. Es ist klar, dass wenn man an die Grundlagenfragen in der Mathematik denkt, dass da zu Anfang dieses Jahrhunderts bedeutende Entwicklungen stattgefunden haben, die nochmal das Bild der Mathematik auf sich selbst verändert haben. Mhm. Herr Mertens, was hat Mathematik für Sie als Historiker für einen Status? Also ist das eine Geisteswissenschaft, weil sie sich sozusagen mit Konstrukten unserer Vorstellungen beschäftigt? Ist das eine Naturwissenschaft, vielleicht keins von beiden oder die einzige Verbindung von beiden, die es gibt? Wahrscheinlich die einzige Verbindung von beiden. Mathematik ist eine Technik, also eine konstruktive, kunstvolle Technik, würde ich sagen. Wenn Sie nach den Babyloniern gefragt haben. Es ist erst vor ein paar Jahrzehnten erforscht worden, wie das babylonische Zahlensystem zustande gekommen ist. Und es ist zustande gekommen durch vorhergehende Zahlensysteme, die alle verschiedene Anwendungsbereiche hatten. Der berühmte Satz aus der Bibel, Gott hat alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, hören Sie genau hin. Zahl ist nicht dasselbe wie Gewicht. Mhm. Zahl heißt Anzahl. Das heißt, es gibt drei Quantitäten.
Das sind drei verschiedene Quantitäten, die gedacht werden. Daraus muss man erstmal die Zahl als reine Zahl extrahieren. Und das ist im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung Zweistromland geschehen. Das hat ein paar hundert Jahre gedauert. Aber erst dann gab es eine Zahl. Vorher bedeuteten die Symbole Maßeinheit, Gegenstand und Quantität gleichzeitig. Das heißt, es gab ein Zahlensystem für Bier, es gab ein Zahlensystem für Getreide, es gab ein Zahlensystem für tote Tiere, es gab ein Zahlensystem für lebendige Tiere. Daraus mussten Menschen erst Zahlen schaffen. Das heißt, dieses ganz elementare Stück Mathematik, nämlich die Zahl als solche, ist eine Konstruktion, eine Bürokratentechnik, die Jahrhunderte gebraucht hat. Ja, gehört ja auch immer ein Beamtenapparat eigentlich dazu. Deswegen ist es nötig geworden. Das war eine Tempelwirtschaft, die eine große Bevölkerungsgruppe zu versorgen hatte. Die Leute mussten ihre Ernten abliefern und kriegten im nächsten Jahr dafür dann wieder das Saatgut. Und das wurde alles auf Tontäfelchen aufgeschrieben und glücklicherweise ging Tontäfelchen in trockenem Klima nicht kaputt, sodass sie alle heute noch ganz viele davon haben. Und mit einem Computerprogramm entschlüsseln konnten vor nicht allzu langer Zeit, wie die reine Zahl überhaupt entstanden ist. Also man brauchte viel Mathematik, um die Entstehung der Mathematik zu finden. Wie ist das bei Ihnen, Frau Niesel? Also wenn man so, also mir geht das jedenfalls so, wenn ich an Mathematik denke, dann kommt natürlich Physikunterricht, Newton und so weiter. Das hat eigentlich wenig oder gar nichts mit Biologie zu tun. Wie ist das bei Ihnen? Wie greift da Mathematik und Biologie ineinander? Tatsächlich habe ich auch während meines Schullebens auch da keine Verbindung so gesehen. Das hatte für mich nur Mathematik und Physik. Leider habe ich wenig von der Biologie mit der Mathematik Berührung gefunden, obwohl wir auch schon in der Schule Mendelsche Gesetze gemacht haben. Heute würde ich auch sagen, ich benutze die Mathematik, um biologische Probleme zu lösen. Also in dem Sinne als Technik, vielleicht um Einsichten zu gewinnen in biologische Phänomene. Also mein Schwerpunkt heute ist tatsächlich in der Biologie. Und da hilft es, Gesetzmäßigkeit, nur noch diesen strengen Formalismus, diese Techniken anzugehen. Sonst werden wir manchmal auch ein bisschen überrannt von dieser Komplexität der Biologie. Die ist viel komplexer als zum Beispiel die Physik. Und braucht deshalb auch eine andere Mathematik? Das ist die große Frage. wird auch sehr stark diskutiert. Mein Doktorvater zum Beispiel, Physiker, Professor Manfred Eigen, hat versucht, mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Biologie zu beschreiben. Und das, muss ich gestehen, hat mich auch sehr geprägt, aber nicht unbedingt nur in die Richtung gedrückt. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht heute so sprechen, aber nicht in 10 Jahren wieder anders sprechen. Dafür ist das Gebiet sehr dynamisch. Und ich würde sagen, auch zwischen den verschiedenen Fraktionen, je nachdem, wo man herkommt, wird das auch unterschiedlich gesehen. Also ich als Mathematikerin bin ein bisschen weniger physikalisch geprägt, aber die Physiker würden auch gern die Biologie mit der Physik erklären. Wenn ich jetzt Ihre drei Meinungen zusammenfasse, dann scheint doch so ein gemeinsamer Konsens zu sein, dass die Mathematik uns sozusagen von Anfang an kulturell begleitet und dass sie doch so etwas wie eine Grundstruktur der Welt ist, die also uns hilft, Getreide zu verwalten, biologische Systeme zu erkennen. Oder tatsächlich also im Sinn von Mathematik, wie wir sie aus der Schule kennen, damit umgehen zu können, Symbole verarbeiten zu können und so weiter. Ist das für Sie die Sprache der Natur?
würde sagen, die Natur hat keine Sprache. Wir Menschen produzieren eine Sprache, in der wir Natur beschreiben können. Und die funktionale Sprache dafür ist die mathematische. Und ich möchte Sie insofern korrigieren, was ich meinte mit Mathematik ist Technik. Heißt nicht die Anwendungstechnik, sondern auch die mathematische Forschung als Untersuchung von Zeichensystemen in einer letztlich konstruktiven Weise. Mhm. Und der Grund dafür ist Symbolgebrauch, um uns über die Welt zu verständigen, um in ihr zu überleben, brauchen wir Symbole. Und eine Technik des Symbolgebrauchs, nämlich der eindeutige, unverwechselbare Symbolgebrauch, ist das, worauf Mathematik aufbaut. Heißt das denn, dass man immer zu einer Lösung kommt? Entschuldigung. Also für mich würde das viel zu eng gegriffen sein, Mathematik als Technik auch in diesem von Ihnen erläuterten Sinne zu verstehen. Denn es ist sicher richtig, das Ergebnis von mathematischer Forschung können Techniken sein, sind oft Techniken, mit denen wir die Welt besser verstehen oder auch manipulieren können. Mit denen Handys funktionieren, mit denen ICEs funktionieren, mit denen Computer funktionieren, ganz sicherlich. Aber diese Form von Begrifflichkeit, die Sie benutzen, ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die ich versuche, etwas zurückzudrängen. Denn der Unterricht in den Schulen hat gerade dieses technische Element oftmals im Vordergrund, und es ist nicht ein Manipulieren von Zeichenketten, das Mathematik ausmacht. Die mathematische Forschung ist ein Prozess, der so kreativ ist wie das Schaffen von Musik, wie das Schaffen von Kunst, sodass der Begriff Technik für mich viel zu eng gegriffen ist und, wenn Sie ihn so nicht meinen, verwirrend benutzt ist. Er ist ein bisschen provokativ benutzt, das ist schon richtig. Aber die Technik eines Maschinenbauers heute, der Parallelroboter baut, ist eine ausgesprochen kreative, komplexe Angelegenheit, die sich ich glaube nicht, dass man die Mathematik unbedingt sehr viel höher stellen muss. Das ist anders. Aber was ich meine ist, dass Mathematik Konstruktion ist. Konstruktion so wie Brückenbau, meinetwegen. Mathematik ist auch Fantasie. Mhm. Ja, Fantasie. Intuition, sicherlich. Maschinenbau, Brückenbau ist durchaus mit Fantasie, Intuition verbunden. Wenn Sie Brückeninnovationen, die berühmte Brücke über den Firth of Forth angucken, was ist da alles zusammengekommen an Innovationen? Ja, insofern sind Mathematiker den Techniker. Also wenn Sie den Begriff Technik so weit fassen, ist Musik und Kunst auch Technik und dann haben wir keine Probleme. Aber um nochmal auf die teilweise. Ausgangsfrage zurückzukommen, vielleicht konstruieren wir uns auch die Natur so. Ich meine, das ist eine der Fragen, die ich unheimlich spannend finde. Sehen wir die Natur so, wie wir sie sehen, weil wir uns sie so formalistisch zum Beispiel konstruiert haben? Würde es andere Welten geben, wo anderes Verständnis seiner selbst und seiner Umgebung anders bewirkt wird durch die Konstruktion des Denkens? Ich weiß es nicht. Also ich finde das eine unheimlich spannende Frage, aber ich kann nicht sagen, dass die Mathematik die Sprache der Natur ist. Nun könnte man ja sagen, da gibt es einen tollen Test, weil Mathematik ist sozusagen die Sprache, in der wir ein Programm schreiben. Mhm. Es ist das Programm selber. Und es ist dann auch das Programm, das in die Natur eingreift sozusagen, dass wir testen können. Können wir damit feststellen, ob die Mathematik sozusagen der Natur gleicht? Ob sie das Programm ist, die Sprache des Programms der Natur? Denn möglicherweise ist das ja die Sprache der Evolution. Also ich glaube,
Wir sehen nur etwas, wofür wir Augen haben. Wir können nur etwas erkennen, das wir entweder durch unsere Sinne oder durch Instrumente nachweisen können. Unabhängig davon, was sonst noch um uns herum existiert. Insofern können wir nicht erkennen, was außerhalb dessen ist, was wir erkennen können. Das ist ganz klar. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der ein zumindest es als wahrscheinlich oder als zumindest möglich erachten lässt, dass Ihre Ausgangsfrage mit Ja beantwortet werden kann, ist, dass eigentlich in der Mathematik wie auch in der Natur, wie wir sie kennen, ökonomische Prinzipien in einem gewissen Sinn vorherrschen, dass man nämlich aus einfachen Bausteinen, aus Einzelteilen mit wenigen Regeln, ganz wenigen Regeln sehr komplexe Gebilde konstruiert. Und da ist natürlich die Stärke der Mathematik, dass sie gerade mit wenigen Regeln Objekte manipulieren und verstehen können, auch komplexe Systeme bilden und komplexe Systeme, die da sind, analysieren können. Gut, dann machen wir hier. Und rückwärtig wieder auch darauf reduzieren können, wenn Sie komplexe Systeme sehen, auf die einfachen Regeln zurückführen können, um sie dann vielleicht besser zu verstehen. Dann machen wir an dem Punkt mal einen Schnitt. Das gesamte Gebäude der Mathematik ist ja in nur wenigen tausend Jahren entstanden. Wir haben eben darüber gesprochen. Damit das Organ entstehen konnte, mit dem wir Mathematik betreiben, vergingen jedoch mehrere Millionen Jahre Evolution. Das Gehirn, mit dem wir heute in der Schule Alma 1 und Integralrechnung lernen, ist dasselbe, mindestens mal das, wie des 40.000 Jahre alten Steinzeitmenschen. Manches in der Mathematik erscheint uns daher naheliegend, leicht zu verstehen, anderes wie Bruchrechnung beispielsweise eher unanschaulich und schwer. Dafür müssen erst die entsprechenden neuronalen Schaltkreise im Gehirn aufgebaut werden und das kostet eine Menge Zeit und Übung. Dennoch sagt der Neurowissenschaftler, Psychologe und Mathematiker Stanislas Dehaene, den Sie gleich kennenlernen werden, dass nur wenig dafür spricht, dass das Gehirn großer Mathematiker eine besondere neurobiologische Struktur hat. Tatsächlich hat der Forscher gezeigt, dass wir gewisse numerische Fähigkeiten, wie er es nennt, bereits mit den Tieren teilen. Und schon ein 5 Monate altes Baby weiß, dass 1 und 1 2 macht. Denn Mathematik ist nicht nur Logik, sondern etwas, das in unseren Gehirnen stattfindet. Und die sind einschließlich aller Zahlen in eine lange Evolutionsgeschichte eingebunden. Miriam Kabe stellte Ihnen einige erstaunliche Resultate der neurobiologischen Matheforschung vor. Unsere Schüler wissen wenig von Mathematik. PISA hat es ans Licht gebracht. Unsere Intellektuellen haben das Wenige, das sie einmal wussten, längst vergessen und kokettieren noch damit. Die Welt der Zahlen und Formeln ist für die meisten rätselhaft. Etwas geht da gehörig schief, denn eigentlich hat uns die Natur mit einem sehr feinen Gespür für mathematische Elemente wie Mengen, Entfernungen, Räume ausgestattet. Stanislas Dehaene, Neurowissenschaftler und Mathematiker in Paris, hat diesen sogenannten Zahlensinn untersucht. Er will wissen, warum wir überhaupt rechnen können, wie kommt die Mathematik in den Kopf? Noch vor kurzem hatte man die Vorstellung, dass sich die Fähigkeit zur mathematischen Abstraktion sehr langsam entwickelt und dass selbst im Alter von 5, 6 oder 7 ein Kind noch sehr wenig mathematisches Verständnis besäße. Diese Vorstellung von einem langsamen und Schritt für Schritt sich aufbauenden Mathematikverständnis gilt heute nicht mehr. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Grundlagen der Mathematik, das heißt Zahlen, aber auch Raum, Zeit, Objektpermanenz, dass diese Grundlagen vom ersten Lebensjahr an vorhanden sind. Ces concepts fondamentaux semblent présents dès la première année de vie.
Babys kommen mit einem erstaunlichen Gefühl für Zahlen zur Welt. Schon direkt nach der Geburt können sie zwischen 2 und 3 Objekten unterscheiden. Ihre Fähigkeiten entwickeln sich rasant und ab dem Alter von 6 Monaten verstehen sie sich, unsichtbar für uns, aber in zahlreichen Versuchen erwiesen, bereits auf erste Rechenoperationen. Zahlreiche Experimente haben belegt, dass die Kinder in diesem Alter den Unterschied in der Anzahl von Objekten erkennen können, aber auch schon zu Addition und Subtraktion fähig sind. Sie können sich sagen, wenn ich 4 Objekte habe und 2 davon wegnehme, müssen 2 übrig bleiben, so ungefähr 2. Diese Fähigkeit ist ab dem 6. Monat schon hoch entwickelt, doch sie entfaltet sich weiter. So ist ein Kind von 6 Monaten noch ziemlich ungenau. Es unterscheidet nicht zwischen 12 und 16 Objekten. Mit 9 Monaten macht es diese Unterscheidung. Diesen Zahlensinn teilen wir mit den Tieren. Für die Evolution war es wichtig, zählen zu können. Ein Löwenrudel muss abschätzen können, ob ein anderes Rudel aus mehr oder aus weniger Tieren besteht. Sind es mehr, so wird es flüchten. Sind es weniger, greift es an. Doch ein Manko hat dieser angeborene Zahlensinn bei Kindern und Tieren. Er erlaubt keine Genauigkeit. Zahlen genau zu erfassen, gelingt uns mit unserem Zahlensinn nur bis 3. Danach beginnt der Bereich der Annäherung und Schätzung. Zur Exaktheit und damit zur Mathematik gelangen wir erst über die spezifisch menschliche Fähigkeit, Symbole zu schaffen. Durch die Zahlensprache können wir etwa die 7 oder die 5 eindeutig bestimmen und exakte Formeln aufstellen. Für unser Gehirn bedeutet das Höchstleistung. Unser angeborener Zahlensinn, erklärt uns der Ähn, sitzt im parietalen Kortex der rechten und linken Gehirnhälfte. Diese Region wird aktiviert, wann immer wir mit Zahlen und Schätzungen zu tun haben. Für die exakte Mathematik jedoch ist unser Gehirn nicht eingerichtet. Viele andere Bereiche, die von der Natur ursprünglich Fähigkeiten wie Sprachverarbeitung und visueller Identifikation zugedacht waren, müssen für die Mathematik neu verschaltet werden. Das macht sie zu einer derartigen Herausforderung. Die Basis aller höheren Mathematik bleibt jedoch immer der angeborene Zahlensinn. Auf ihm baut alles auf. Er ermöglicht einen intuitiven Zugang zur Mathematik und darauf fußt die asiatische Pädagogik. Durch das Lernen mit dem Abakus und eine anschauliche Zahlensprache werden Kinder mit allen Sinnen gefördert. Obwohl Mädchen im Schulalter im Schnitt in mathematischen Tests schlechter abschneiden, sind asiatische Mädchen westlichen Jungen meist überlegen. Denn in westlichen Schulen, so der Ähn, wird die spielerische Intuition der Kinder abgetötet. Im schulischen Bereich versteht man noch zu wenig von den mathematischen Fähigkeiten der Kinder. Also kommen manche Kinder mit all ihren Fähigkeiten in die Schule und man sagt ihnen, nein, ihr dürft nicht mit den Fingern zählen. Es gibt Kinder, die ihre Finger verstecken, weil man ihnen gesagt hat, dass sie nicht damit rechnen dürfen. Jeder kann Mathematik erlernen, wenn er nicht gerade an Dyskalkulie leidet, der Störung des Zahlensinns. Keiner sollte mit Unfähigkeit kokettieren, denn die Mathematik kann uns, wie keine andere Wissenschaft, die Welt, die uns umgibt, erklären. Ich glaube, die Mathematik ist ein Konstrukt des menschlichen Gehirns. Aber dieses menschliche Gehirn hat sich ja auch in Anpassung an die Außenwelt entwickelt, über circa 10 Millionen Jahre. Also haben wir ein menschliches Gehirn, das sehr aufmerksam auf Regelmäßigkeiten in der Außenwelt reagiert und sie in seinem Inneren abbildet.
Daher sieht es für uns so aus, als würde sich die Mathematik wie ein Handschuh an die physikalische Welt anschmiegen. Wir müssen lernen, mit dem unschätzbaren Instrument Mathematik umzugehen und es unseren Kindern von klein auf zu vermitteln. Ja, und wenn wir das machen, unseren Kindern das von klein auf zu vermitteln, fragt sich natürlich erstens, wie machen wir das besser? Und zweitens, warum geben wir eigentlich damit an? Also ich habe das mehrfach schon gehört, dass wir von Mathematik keine Ahnung haben und auch nicht groß Ahnung haben brauchen. Haben Sie da eine Erklärung für, Frau Nieselt? Ich kann es sogar noch verschärfen. Wenn ich sage, ich bin Mathematikerin, werde ich angeguckt als etwas skurril. Also das ist sogar umgekehrt eher skeptisch, sogar noch bei einer Frau, noch eher vielleicht sogar als bei Männern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber meine Lebenserfahrung ist so. Und in der Schule sozusagen, ich finde Mathe das Lieblingsfach, dann war man also eigentlich schon fast Außenseiter. War das mal anders historisch? Ich bin sicher, dass es vor mehreren hundert Jahren eher umgekehrt war, wenn man sich damit gerühmt hat, dass man dann Außenseiter war. Gerühmt hat, dass man das mathematische Wissen nicht hätte. Das gehörte zur Ausbildung dazu, das musste man beherrschen. Was sagen die Historiker? Ich würde sagen, ja, ich denke, dass diese Missachtung ist eine Folge von der deutsche Idealismus, die Romantik und die Hochschätzung, insbesondere in Deutschland, der Dichter und Denker ist eins, was die andere Seite sozusagen deutlich in den Hintergrund gedrängt hat. Wobei die Mathematiker ja auch Denker waren. Aber nicht in dem Sinne der Dichter und Denker. Da reden wir von vielen deutschen Philosophen, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer und so weiter. Naja, Kant war, habe ich ja gesagt, Kant war auf dem mathematischen Lehrstuhl und ich will jetzt nicht die großen Namen in die Runde werfen, aber man kann wirklich streiten, ob jemand wie Gödel nicht ein großartiger Philosoph gewesen ist, nebenher. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Mhm. Nur das Bild ist etwas anders. Das Kant sich ja eine Theorie der Entstehung des Himmels gemacht hat, gehört nicht zum Allgemeinwissen. Mhm. Zum Beispiel. Was machen wir denn falsch? Was können wir besser machen, wenn es darum geht, Mathematik zu vermitteln? Karl Valentin wurde mal von einem Reporter gefragt, wie denn sein Eindruck so gewesen sei, direkt nach der Geburt. Und er sagte, als mich die Hebamme empfing, war ich doch sehr verwundert. Ich hatte diese Frau in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist genau unser Problem. Die Menschen, die ein Urteil über Mathematik fällen und die Urteile, die beschrieben worden sind, existieren ja. Mhm. Die kennen eigentlich nicht das Wesen der Mathematik, die kennen nicht die Freude der Mathematik, sie kennen nicht die Fähigkeiten der Mathematik und dementsprechend ist es notwendig, den kreativen Aspekt dieses Faches natürlich gerade auch in den Schulen, denn da kommt das Bild der Mathematik her, das unsere Gesellschaft prägt, zu fördern. Hängt das damit zusammen, dass man in der Schule sozusagen instrumentell lernen muss? Also du musst Bruchrechnung können, du musst, Differentialgleichungen beherrschen, damit du wenigstens ein bisschen was von Physik mitkriegst. Aber das ist es auch im Grunde genommen, dass man nur diese, wir hatten eben darüber gesprochen, dass man praktisch nur diese technischen Verfahrensweisen lernt, aber nichts von den Grundlagenfragen mitkriegt. Also was ich glaube ist, dass zum einen die Mathematik in der Schule immer noch geprägt wird von der sozusagen gut abgehangenen 200 Jahre alten Mathematik. Ein weiteres großes Problem, das damit aber eng zusammenhängt, ist die Frage des Alltagsbezugs und zwar nicht in irgendeiner künstlichen Form von Textaufgaben, sondern in Form von Modellierungsfragen. Wenn Sie wirkliche Probleme modellieren, haben Sie schwierige Mathematik, die Sie behandeln müssen, mindestens so schwierig wie die Mathematik, die in der Schule behandelt wird, aber sie ist nicht mehr deduktiv,
nicht mehr ein Gebäude, dass sie sozusagen, wenn sie richtig anfangen, richtig einen Satz von Gleichung und Ungleichung triggern, dann kriegen sie schon das Ergebnis raus, sondern das Ende ist offen. Es ist nicht klar, wie man das Ganze löst. Und wenn sie einen solchen kreativen Umgang mit der Mathematik wenigstens in Elementen in den Schulunterricht integrieren könnten, dann, glaube ich, wäre eine Chance da, dass sich das Bild langsam ändert. Wie geht man denn vor, wenn man so eine neue Theorie oder ein neues Modell entwickelt? Also Sie haben ja zum Beispiel ökologische Systeme bzw. das Verhältnis von Ökologie und Ökonomie, wenn ich es richtig weiß, untersucht. Wie geht man denn da vor? Erschafft man da eine neue Sprache? Wie macht man das? Also in vielen Fällen kommen die Probleme direkt aus der Praxis. Also wir haben zum Beispiel mit Landwirten zusammengearbeitet, da ging es um den Pacht- und Nutzungstausch, um größere Einheiten zu schaffen. Also nicht die klassische Form der Flurbereinigung, sondern eine, die nur auf Tausch basiert, sodass man es jederzeit rückgängig machen kann und es sehr flexibel gestalten kann. Und da kommt das Problem direkt aus der Praxis. Dann versuchen Sie es zu modellieren. Und das Modellieren machen Sie natürlich mit Hilfe unter Anwendung, da kommt der Aspekt Technik auch rein, zunächst mal von Methoden, die Sie bereits kennen. Dann schauen Sie, ob diese Methoden weitreichend sind, produzieren Ergebnisse, typischerweise Algorithmen, die Sie mit dem Rechner an den Fluren auch ausprobieren und diskutieren wieder mit den Landwirten und dann sehen Sie, so geht's nicht. Und dann kommen Sie wieder zurück in Ihr Kämmerlein, wenn Sie so wollen, und dann versuchen Sie, die Strukturen weiter zu verstehen. Und das ist ein iterativer Prozess, bei dem Sie sehr häufig Kontakt sozusagen mit dem Praxisproblem haben, das Sie leitet, aber auch sehr häufig die Augen schließen und vor ihrem geistigen Auge mathematische Modelle in sehr, sehr hochdimensionalen Räumen, und wir reden hier wirklich von Tausenden von Dimensionen, haben und Vorstellungen entwickeln, um zu verstehen, was dort passiert. Aber sind wir damit nicht eigentlich an dem Punkt, dass das, was Sie beschrieben haben, das ist, was doch bei jeder Modellbildung im Grunde genommen passiert? Also wenn ich, egal in welchem Bereich, wenn ich ein einigermaßen zutreffendes Bild der Welt mir machen will, muss ich doch genauso vorgehen, wie Sie das geschildert haben. Das ist korrekt. Ja. Der Unterschied der Anspruch der Mathematik geht aber noch ein Stück weiter. Wenn ich jetzt ein Modell habe, das mir praktisch gute Ergebnisse liefert, sind die Landwirte damit zufrieden. Aber der Mathematiker ist nicht zufrieden. Der Mathematiker möchte noch beweisen, dass es so ist. Ohne einen mathematischen Beweis könnte es ja sein, dass es noch viel bessere Lösungen gibt. Also der Anspruch ist nicht der Anspruch, es soll funktionieren, ja, in dem praktischen Sinne, sondern es soll auch noch im theoretischen Sinne funktionieren. Nur so entstehen neue Theorien. Anders hätte man nur sozusagen praktische Systeme entwickelt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Gibt es da sowas wie so einen Beweis, von dem Herr Gritzmann gerade sprach? Für die biologischen Probleme? Ich denke mal, für die Mathematiker auf jeden Fall. Also eine klassische Sache ist, wenn man zum Beispiel den Baum des Lebens rekonstruieren möchte, etwas, was sozusagen ja Darwin postuliert hat und dann gesagt, ne, wir sind ja hierarchisch aufgebaut und kommen alle von einem gemeinsamen Vorfahren. Und diese Rekonstruktion ist zum Beispiel etwas, was wir heutzutage sehr stark betreiben in der Bioinformatik. Und die Verfahren dort, die wir dort einsetzen, sind hochmathematisch. Und auch hier gibt es natürlich immer irgendeine Lösung zunächst einmal. Und häufig, wenn man sie einem Biologen präsentiert, der sieht dann, jawohl, der Mensch ist mit dem Schimpansen auf dem Baum eingezeichnet, als gemeinsamen Vorfahren sind die nebeneinander und dann kommt vielleicht die Maus und so weiter. Dann sagt er, ja, das ist korrekt, dein Verfahren stimmt. Aber der Mathematiker, also wir würden dann sagen, okay, also wir haben zwar eine richtige Lösung produziert, aber gilt das für alle Fälle?
Und hier gibt es aber jetzt keine definitive Antwort, dass wir die haben, sondern daran forschen wir tatsächlich. Denn sobald wir zum Beispiel auch neue Daten wiederum bekommen, sehen wir oft, hallo, das ist genau dieser iterative Prozess, plötzlich stimmt die Lösung nicht mehr. Und wir sind weiter am Arbeiten. Führt das manchmal, das haben Sie ja beschrieben, Herr Mertens, unter anderem, führt das manchmal zu völlig neuen Grundlagenkrisen, also in denen zum Beispiel der Begriff der Wahrheit überhaupt in Frage gestellt wird? Weil der ist ja ziemlich fundamental. Ich glaube, das ist ein historischer Prozess, der ein bisschen komplizierter ist. Ich würde gerne nochmal auf die Vermittlung von Mathematik zurückkommen. Mhm. Wir sind so schnell jetzt auf Modelle gegangen, die hochkomplex sind. Und ich denke, Sie hatten damit begonnen, dass die Arbeit in der Schule kreativ sein sollte. Und ich denke, das ist völlig richtig. Es gibt einfache Modellbildungsprozesse, auf die man Schüler loslassen kann, ohne Probleme. Und ich habe Mathematik studiert, letztendlich, weil ich einen Lehrer hatte, der mit uns eine sehr einfache mathematische Theorie, Gruppentheorie gemacht hat, und er uns hat Beweise finden lassen. Mhm. Und das heißt, wir haben in der Schule und in den Hausaufgaben gesessen und darüber nachgedacht, wie kriegt man das hin, diese Eigenschaft zu beweisen. Und das war etwas, das hat eine Schulklasse, das war unser Klassenlehrer, dazu gebracht, dass hochprozentig Mathematik, Physik dann als Studienfächer gewählt wurden. Das war der kreative Prozess. Und was es eben nicht sein darf, ist das Einüben von Regeln und die Antworten auf die Frage, warum ist das so? Die heißt sehr häufig, das ist so. Aber nicht, warum ist das so gemacht? Mathematische Verfahrensweisen, auch die einfachen, sind Konstruktionen. Und die Konstruktionen haben einen Grund, weil sie funktionieren. Dieser Einblick, der wird meines Erachtens in der Schule selten vermittelt. Dann schauen wir uns jetzt mal einen Mann an, der, ja, kreativ konstruiert hat. 1962 entdeckte nämlich ein Mann namens Benoit Mandelbrot, der ein in Polen geborener Forscher bei IBM ist, eine seltsame Struktur, die Mandelbrot bereits bei dem französischen Mathematiker Gaston Julliard fand, der 1893 geboren wurde. Er hatte diese Struktur bereits erkannt, Julliard, konnte sie aber nie wirklich richtig sichtbar machen. Das gelang erst Mandelbrot mit seinem Computer, der dieselbe Rechnung immer und immer wieder, aber viel schneller durchführen und sie dann auch bildlich darstellen konnte. 1962 also erforschte Mandelbrot in Harvard die Kursschwankungen der Baumwollpreise und erkannte eine dahinterliegende Struktur, die damalige Wirtschaftstheorie völlig über den Haufen warf. Das Bild dieser Struktur kennen Sie. Sie erinnern sich vielleicht, vor 25 Jahren etwa waren diese Mandelbrotmengen oder Fraktale, kurz Apfelmännchen, auf T-Shirts, Uhren, Postern, Bildschirmschonern von Computern. Mandelbrots Buch »Die fraktale Geometrie der Natur« veränderte unsere Sicht der Natur entscheidend. Und gerade eben erschien sein neuestes Buch »Fraktale und Finanzen« bei Piper. Harald Zander hat sich mit Mandelbrots deutschen Kollegen getroffen, der selbst Wesentliches zur Erforschung dieser neuen Struktur der Welt beitrug. Mit solch faszinierenden Bildern stieß in den 80er Jahren ein neuer Zweig der Mathematik auf breites Interesse. Was wie eine Küstenlinie aussieht, ist die Visualisierung einer endlosen Zahlenmenge, eines Fraktals. Fraktale ermöglichen die Beschreibung von Strukturen, die rau und zerfasert sind. Fraktal sind auch Systeme mit nicht exakt vorhersagbaren zeitlichen Abläufen, wie zum Beispiel das Wetter.
Die fraktale Geometrie wird deshalb als Geometrie des Chaos bezeichnet. Sie erforscht den Bereich zwischen Ordnung und Unordnung. Doch was ist gewonnen, wenn man weiß, dass der Struktur eines Farnblattes oder eines Baumes ein Fraktal zugrunde liegt? Nicht-lineare Phänomene der Natur sind jetzt berechenbar. Das komplizierte Gefäßsystem einer Leber ähnelt den Verästelungen einer Eiche. Mithilfe fraktaler Berechnungen ist es Heinz Otto Peitgen gelungen, eine Software herzustellen, die das Risiko bei Tumoroperationen kalkulierbar macht. Es werden durch diese Software Grenzen verschoben. In mehrfacher Hinsicht. Es werden mit dieser Software Entscheidungen gefällt, die bedeuten, in diesem Fall sehe ich jetzt ganz klar, dass eine Chirurgie unmöglich ist, zu keinem guten Ergebnis führen kann, wohingegen ohne die Software ein Versuch gemacht worden wäre, weil einfach das Wissen nicht da war. Es werden aber auch Chirurgien durchgeführt mit der Software, wo man vorher gesagt hätte, das ist mir zu unklar. Ich sehe, hier gibt es ganz viele Risiken und ich weiß nicht, wie ich diesen Risiken begegnen soll. Und mit der Software werden die Risiken erhellt und es wird klar, wie der chirurgische Weg sein könnte, um die Chirurgie durchzuführen. Die Optimierung der bereits vorhandenen Mittel, das ist die bahnbrechende Leistung dieser Software. Die mathematische Berechnung des risikoärmsten Eingriffs wird der Medizin in Zukunft noch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, auch bei der Operation anderer komplexer Organe. Dass kleinste Veränderungen in einem System gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen können, zeigt das legendäre Beispiel des Schmetterlings. Sein Flügelschlag kann unter Umständen einen Wirbelsturm auslösen. Auch diese Wirkungskette lässt sich als fraktal beschreiben. Doch je mehr unkontrollierbare Faktoren auftreten, umso schwieriger gestaltet sich der Versuch, in diesem Chaos Gesetze zu entdecken. Bei der Klimaforschung könnte dies eines Tages zu der Gewissheit führen, dass Prognosen unmöglich sind. Optimistischere Aussagen lassen sich dagegen für die Finanzmärkte treffen. Schon immer wurde versucht, mit mathematischen Formeln den Zufällen des globalen Marktes ein Schnippchen zu schlagen, aber mit wenig Erfolg. Doch die fraktale Geometrie bietet hier einen neuen Ansatz. Im besten Sinne sieht der Verlauf einer Aktie über die Zeit als Muster so aus wie eine Küstenlinie oder hat so eine Art Ähnlichkeit zu einer Küstenlinie. Das heißt, in der Geometrie einer Aktie als Muster, da liegt etwas Fraktales. Und wenn da etwas Fraktales drin liegt, ist die Frage, kann diese fraktale Geometrie-Mathematik dieses Muster genauer beschreiben, und zwar in einem präzis mathematischen Sinne, der darüber hinausgeht, einfach zu sagen, es sieht aus wie eine Küstenlinie oder es hat selbstähnliche Eigenschaften. Und in der Tat, das kann die Mathematik. Es erscheint unglaublich, aber jede Aktie hat ein individuelles, fraktales Muster und dieses Muster ist selbstähnlich. Das heißt, der Kursverlauf lässt sich kaum unterscheiden, egal ob man 60 Tage, Wochen oder Monate betrachtet. Das gleiche gilt für die Börse als Ganzes. Hier liegt eine Möglichkeit, Investitionsrisiken abzuschätzen. In den Märkten sich bewegen heißt ja Risiken erkennen. Nicht? Und in den Risiken liegt praktisch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, ja, etwas Positives herauszuholen. Und das, was wir bei der Leber machen, ist eine neue Form der Risikoerkennung, der Risikobetrachtung und der Risikobewertung. Und das, was wir in den Märkten machen können, mit ganz ähnlichen mathematischen Ansätzen, ist wieder
eine Risikoerkennung, eine Risikobewertung, die anderer Natur ist als das, was man bisher hatte. Börsencrashs kann diese Methode natürlich nicht vorhersagen. Ebenso wenig, was die Karstadt-Aktie in 6 Monaten wert ist. Sie kann jedoch ein Risikofeld abstecken und vielleicht dazu beitragen, dass Menschen weniger Geld verlieren. Die praktische Anwendung der fraktalen Geometrie, egal auf welchem Gebiet, zeigt immer Möglichkeitsgrenzen auf. Worauf es ankommt, ist, den Spielraum zwischen den Grenzen optimal zu nutzen. Den Spielraum optimal nutzen. Da gibt's Wissenschaftler, die können heute einfach, weil sie es auf dem PC haben, von mathematischen Modellen Gebrauch machen, ohne die Mathematik, die dahinter steht, wirklich selber verstehen zu können. Und in Science wurde neulich darauf hingewiesen, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Die ziehen Schlüsse mithilfe dieser Modelle, also zum Beispiel Schlüsse über biologische Systeme, von mir aus auch über Wirtschaft, über Börsenvorgänge, die völlig anders funktionieren. Und das kann zu fatalen Irrtümern führen. Wie sehen Sie das? Ich sehe die Gefahr der Computerbenutzung auf jeden Fall, dieser eher Blackbox-mäßigen Geschichte, die großartig natürlich so dargestellt wird. Sie brauchen nur noch hier Klick machen, okay, die Parameter haben wir Ihnen auch alle schon eingestellt. Und es vermittelt einen, es gibt einem das Gefühl von Seriosität, weil man weiß, dass dahinter etwas Hochkomplexes kreiert worden ist, sogar mit dem Wort Mathematik noch geschmückt ist, und dann vertraut man dem. Aber genauso wenig möchte man sich dann damit auch weiter auseinandersetzen. Das ist wirklich ein großes Problem, ja. Ja, man in der Forschung, in der naturwissenschaftlichen Forschung, also ein Labor ist zugestellt mit Blackboxes. Ein Gaschromatograph ist auch eine Blackbox. Und das Urteilsvermögen zum Einsetzen der Apparate, inklusive der mathematischen Apparate, das ist sehr wichtig und nicht unbedingt gegeben. Ich denke jetzt nur an die Studierenden, die statistische Sachen machen müssen und in den Sozialwissenschaften halt ihr SPSS-Paket über benutzen und dabei das, also nicht lernen, den Einsatz statistischer Techniken wirklich zu beurteilen. Und Das gilt also nicht nur für Mathematik. Aber das kann doch fatale Folgen haben. Aber sind wir beispielsweise über das Klima nachdenken. Also gibt es die sagen, naja, das, was da ein Chaos ist, das rechnet sich irgendwie raus. Und dann gibt es die andere Schule, die sagt, nee, das, was Chaos im Wetter ist, das könnt ihr nicht prinzipiell rausrechnen. Was bedeutet, ihr könnt nie zu langfristigen Aussagen kommen. Und das wiederum ist ganz entscheidend, weil es heißt, Leute, wenn ihr eingreift in diese Systeme, ihr könnt prinzipiell nicht wissen, zu was für Konsequenzen das führt. Ich meine, das ist ja nun nicht unentscheidend. Allerdings. Ich meine, die Mathematik hat es da einfach, denn die Aussagen der Mathematik sind von der Art, dass die Voraussetzungen klar gegeben werden und dann werden Schlüsse gezogen. Aber nur, die nur dann gültig sind, wenn die Voraussetzungen auch erfüllt sind. Und an dieser Stelle ist natürlich die Problematik, die Sie ansprechen, bei Klimamodellen. An dieser Stelle sitzt die Problematik, denn Sie wissen nicht, ob die Voraussetzungen, die Sie bei den entsprechenden Modellen machen, auch wirklich umfassend das System beschreiben. Mhm. Es ist natürlich andererseits klar, wenn Sie Auto fahren, dann verstehen Sie auch nicht, wie der Motor funktioniert, und Sie fahren doch. Wichtig ist nicht, glaube ich, dass man in jedem Detail alles aus allen Blackboxen verstehen möchte. Das schafft man nicht. Wichtig ist nur, und das ist auch ein Erziehungsziel, dass ganz klar wird, an welcher Stelle man die Fachleute fragen soll.
Bei der Medizin sind wir da schon einen weiten Schritt gegangen. Da ist es ganz klar, Sie wissen natürlich, wenn Sie eine Erkältung haben, legen Sie sich vielleicht ins Bett oder Sie ignorieren das. Es geht schon wieder vorbei, aber Sie kommen nicht auf den Gedanken, selbst eine Operation an Ihrem eigenen offenen Herzen zu machen. Aber genau so gehen Leute in der Industrie mit Mathematik um. Es ist also wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Fachleute an Mehrwert schaffen könnten. Wie können Mathematiker da selber darauf hinweisen? Also im Grunde genommen reden wir jetzt über die Frage einer Ethik der Mathematik. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Ethik der Mathematik ist. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Denn Mathematik ist in gewisser Hinsicht anarchisch. Und insofern passt das auch zu dem Bereich, den wir gerade hatten. Denn eine Mathematik bedeutet immer auch, dass Sie beweisen wollen, dass Sie etwas vollkommen verstehen wollen, dass etwas vollständig richtig ist. Und wenn in einer Vorlesung im allerersten Semester, in der allerersten Stunde, Sie einen Fehler an der Tafel machen, dann kann es ein Erstsemesterstudent verstehen und sagen, muss das nicht 2 heißen statt 3, und meistens hat der Studierende recht. Also in diesem Sinne ist Mathematik anarchisch, wenn man es so formuliert, oder ein Instrument der Aufklärung, aber Aufklärung kann es nur dann sein, wenn Sie die Grundlagen verstehen. Und missbraucht wird Mathematik dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir gerade hatten, wenn die Formeln benutzt werden, um andere Leute, die mit den Formeln nichts anfangen können, zu verschrecken. Und das passiert oft in Diskurs. Mhm. Was meinen Sie mit anarchisch? Meinen Sie vielleicht amoralisch? Nein. Nein, ich meine, es kommt nicht darauf an, ob der berühmteste Mathematiker sagt, das ist so, sondern jeder fragt, ist das wirklich so, zeig mir den Beweis. Und es kann der kleinste, noch nicht ausgebildete Schüler ein Ergebnis finden und beweisen, das vielleicht großartig ist. Das ist die Anarchie. Ja. Es gibt nicht die Schulen, die Denkschulen, die sagen, es muss so gedacht werden, sonst ist es falsch, sonst muss vielleicht auch diese Sprüche gibt es ja in der Philosophie, ist es schade um die Natur oder schade um die Welt. Das gibt es nicht. Insofern ist Mathematik wirklich besonders ehrlich zu sich selbst. Gut, Entschuldigung. Einen Punkt möchte ich doch sagen, auch aus meiner Erfahrung, Sie werden es vielleicht bestätigen, wenn man interdisziplinär arbeitet, ist ein Problem, was ich sehe bei Mathematikern, ist, dass sie oft nicht bereit sind, sich ein bisschen auch auf die Sprache der anderen Wissenschaften einzulassen und da die Brücke zu bauen. Denn meine Beobachtung ist, dass es umgekehrt sehr viel schwerer fällt. Wenn wir diese Brücke bauen, leichter machen würden, dann wäre vielleicht auch der Gang zu uns zurück, zu den Fachleuten. Erkläre mir bitte, wenn ich jetzt auf diesen Blackbox-Knopf drücke, was passiert hier, ohne dass ich gleich erschlagen werde von der ganzen Begrifflichkeit und dem Formalismus dahinter, wenn wir dazu noch mehr bereit wären. Also es ist auch ein Appell an uns als Mathematiker, diese Brücke noch mehr zu bauen. Kann das daran liegen, dass ich in anderen Wissenschaften ja gezwungen bin, sozusagen meine natürliche Sprache zu benutzen, die ja Unschärfen hat? Also wenn ich sage Bank, dann ist das Ding, auf dem ich sitze, aber auch die Bank, zu der ich das Geld trage. Das ist ja genau das, was sozusagen der Horror eines Mathematikers ist. Das will ich gerade nicht haben. Genau. Ist das Übersetzungsproblem? Also zwischen Mathematik und den anderen Wissenschaften? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Problemebenen. Ja. Also ich würde sagen, die Mathematik ist amoralisch insofern, als sie als wissenschaftliches System keinen Bezug auf Handlungen außerhalb der Mathematik hat. Wenn ich über einen Beweis innerhalb einer mathematischen Theorie nachdenke, bin ich innerhalb der Mathematik und habe im Prinzip keine ernsthafte Beziehung zur wirklichen Welt. Die Beziehung zur wirklichen Welt entsteht
sobald meine Theorie darauf hingearbeitet ist oder sobald ich mich mit Modellierungsproblemen und Ähnliches befasse, also mathematische Theorie anwende. Der innermathematische Beweis ist eine Sache innerhalb der Mathematik und nirgendwo sonst. Und diese Art von Denke, hinter die verstecken sich gern Mathematiker, die nicht moralische Verantwortung übernehmen möchten. Weil die moralische Verantwortung gilt fürs Handeln in der Welt. Und das, was im eigenen Kopf passiert bei den Mathematikern, dieses Denken in der Theorie, ist etwas, was in der Hinsicht entlastend sein kann. Da steckt ein Problem. Und genau, wenn es um das Einstein hat gesagt, wenn die da, wo die Mathematik sicher ist, hat sie mit der wirklichen Welt nichts zu tun. Wenn sie was mit der wirklichen Modellwelt zu tun hat, ist sie nicht mehr sicher. Genau diese Brücke, dieser Übergang, der muss bewältigt werden und das sollte zum Repertoire von Mathematikern durchgehend gehören, dass sie auf beiden Seiten reden können. Aber das ist nicht nur ein Problem der Mathematik. Nee. Ich meine, Wissenschaft ist dadurch ausgezeichnet, dass sie sich auch einen Begriffsapparat schafft von möglichst präzisen Begriffen. Und wenn Sie zusammenarbeiten mit Wissenschaftlern anderer Gebiete, sehen Sie, auch da sind Fachtermini, die auf eine bestimmte Weise besetzt sind. Und sie müssen Sie als Mathematiker auch erst verstehen. Und oftmals ist es sogar so, dass zumindest die angewandten Mathematiker sehr viel eher bereit sind, die Terminologie der Anwender zu verstehen als umgekehrt. Also ich glaube, da bewegt sich sehr viel. Wenn Sie mal mit einem Germanisten zusammenarbeiten zum Beispiel, dann wissen Sie, dass selbst die Verwendung des Vokabulars der vertrauten deutschen Sprache als Wissenschaftsjargon durchaus die Tücken hat. Sehen Sie, das würde ich zum Abschluss gerne wissen, sozusagen am Horizont eine neue Mathematik, ein neues mathematisches Modell kommen, was große Bedeutung für uns haben wird? Vielleicht sogar wieder so etwas wie eine Evolution oder Revolution in den Wissenschaften auslösen wird? Gibt es sowas? Also ich glaube, dass unsere Welt mehr und mehr von Mathematik durchdrungen wird, weil man verstehen möchte, auch auf quantitativer Ebene, aber auch qualitativ verstehen möchte, wie die Beziehungen der Einzelteile zum Ganzen sind. Die Frage der Systeme, dynamischen Systeme, Sie haben Klimamodelle angesprochen, ganz wichtig. Die entsprechenden biologischen Systeme. Und Sie sehen ja gerade dort einen Paradigmenwechsel innerhalb der Biologie. Die mathematisch orientierten Wissenschaftler gegenüber den nicht so mathematisch orientierten Wissenschaftlern. Also Systeme mit Veränderung vor allem. Systeme mit Veränderung, ja. Ja, und solche, in denen die Veränderungen nicht unbedingt deterministisch vorhersagbar sind, sondern die eben als freie Entscheidung betrachtet werden müssen und eingebaut werden müssen in die entsprechende Theorie. Also das, was man als chaotische Systeme bezeichnet. Ich bin zwar als Historiker nicht für die Zukunft zuständig, aber ich habe das Gefühl, die Mathematik wird wagemutiger und experimenteller. Und eben auch mit sehr viel weiteren Anwendungsbereichen, an die Mathematiker auch selbst herangehen. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie da waren und für das Gespräch. Für Sie, meine Damen und Herren, das war's heute in Delta. Wie üblich finden Sie weitere Informationen über das Thema, meine Gäste und auch Literaturhinweise auf unserer Internetseite www.dreiser.de/delta, wo Sie im Web-TV unter anderem auch alle Gespräche dieser Sendung und der vergangenen Sendung noch einmal sehen und hören können. Die nächste Sendung, die gibt's am 16. Juni. Thema nicht nur, weil der Sommer allmählich doch in Schwung kommt, hoffe ich jedenfalls, die Realität der Liebe. Wenig berechenbar, wir haben eben über Chaos gesprochen und doch besteht aus Maßen und Zahlen. Preise, Kennzeichen, Geheimzahlen sind überall.
Doch so sichtbar die Zahlen sind, so unsichtbar ist die Wissenschaft, die sich mit ihnen befasst. Mathematik. Das verborgene System, das hinter allen Naturwissenschaften steht. Physik oder Chemie, überall wird mit mathematischen Formeln gearbeitet. Mathematik steckt hinter jeder Versuchsreihe und in jeder Tablettenschachtel. Und in den Computerprogrammen, die die Medizin revolutionieren. Mathematik kann unseren Körper heilen, indem sie ihn berechnet. Die Algorithmen der Mathematiker brachten das schwerste Flugzeug der Welt in die Luft, den Airbus 380. Mathematik erobert unseren Himmel und Mathematik trägt uns ins Weltall. Kann ihr Vokabular uns das Universum erklären? Die Natur trägt die Handschrift Gottes und zeigt sich in der Mathematik. Nikolaus von Kues, Galileo, Descartes, sie alle eint die Idee, das Zitat Galileo, das Buch der Natur mit mathematischen Symbolen geschrieben ist. Man könnte verknappt sagen, dass Gott selbst das Buch der Natur in mathematischer Sprache verfasst hat und deshalb können wir es, wenn wir mathematisch denken, auch verstehen. Für René Descartes, einen Zeitgenosse des Wissenschaftlers Galileo Galilei, lag in dieser Sprache auch die Möglichkeit, entsprechende Maschinen zu konstruieren, die wir heute Computer nennen würden. Vom Buch der Natur aus betrachtet hängen künstliches und biologisches Leben, Programm und genetischer Code eng zusammen. Und es ist verblüffend und erinnert an unseren Pisa-Schock, wenn Descartes sich schon im Jahre 1628 darüber wundert, dass es gelehrte Zeitgenossen gab, die Arithmetik und Geometrie, Zitat, schnell als kindlich und hohl geringschätzen und schon auf der Schwelle davor zurückschrecken, sie zu lernen, als wären sie schwierig und verwickelt. Descartes fordert neue, an klaren Regeln orientierte Beweisverfahren in der Mathematik und auch für die Naturwissenschaften. Das ist für ihn der entscheidende Schlüssel zum Verstehen der Welt, wobei das Universum für ihn noch so etwas wie die wirklich gewordenen Gedanken Gottes meint. Er nennt das Mathesis Universalis, eine universale Lehre, die vom einfachsten und leichtesten ausgeht und von dort aus zum Komplexen fortschreitet. Und ähnlich begann auch einer der größten Denker der Neuzeit, Immanuel Kant, 1770 seine Karriere auf dem mathematischen Lehrstuhl in Königsberg als Professor für Logik und Metaphysik. Vielleicht hätte er bereits den Würfel geknackt, den Lothar Schüler Ihnen jetzt vorstellt. Dieser Würfel ist ein schwieriges Ding. Nur ein paar Mal hat man ihn gedreht und schon sind die Farben in Unordnung. Wie überall auf der Welt lautet auch hier das Ziel: Ordnung schaffen. Den Würfel löst man buchstäblich mit den Händen, ein sinnlicher Akt. Aber dieses Ziel kann man nur durch abstraktes Denken erreichen. Der Würfel ist ein Gegenstand mathematischer Erkenntnis. Ohne abstraktes Denken keine Lösung. Abstraktes Denken, das verlangt Regeln, die uns nicht immer bewusst sind, aber dennoch wenden wir es an. Abstraktes Denken, das ist unsichtbar. Und dennoch ordnet es die Welt. Am Anfang, da schien nichts zu sein. Doch dann begann man zu unterscheiden zwischen Eins und Mehreren. Pythagoras erkannte, alles ist Zahl. Und da begann die Mathematik. Keine Mathematik ohne Zahlen. Aber sind Zahlen schon Mathematik? Sind sie nicht nur dazu da, damit wir mathematische Ideen verstehen? Noten sind auch noch keine Musik. Mit Noten kann man Musik nur notieren.
Durch Musik wird ein abstrakter musikalischer Gedanke zu einem hörbaren Ereignis. Die Noten sind den Zahlen gleich. Sie fixieren etwas, das so unsichtbar wie mathematisches Denken ist. Und hier findet das Denken statt. Wir stellen uns Dinge vor und machen Pläne. Durch die abstrakten Berechnungen der Mathematiker kann ein sichtbares Ereignis entstehen. Wer ein Haus baut, macht einen abstrakten Gedanken real erfahrbar. Der Architekt ist der Komponist unter den Mathematikern. Doch der Mensch will mehr als die Welt ordnen. Wir suchen eine göttliche Ordnung, die Wahrheit. Aber wo ist die? In uns. Für einen mathematisch Ungebildeten ist das Wissen vom Göttlichen unerreichbar. Das sagte im 15. Jahrhundert Kardinal Nikolaus von Kues. Wo kommt die göttliche Ordnung her? War Gott ein Mathe-Crack? Müssen wir Gottes Sprache lernen, um die Welt zu verstehen? Allein mit Mathematik ordnen wir die Welt. Wir unterteilen sie in Zeit- und Raumabschnitte. Das ist das Ziel, durch Beobachtung die Ordnung der Welt zu verstehen. Im 16. Jahrhundert begannen Wissenschaftler nach Regeln in den Erscheinungen der Natur zu suchen. Er war einer der ersten. Galileo Galilei. Nur durch Experimente und Beobachtungen könne man lernen. Galilei suchte Gesetze, die alles erklären. So wie später auch Kepler. Der wollte den Lauf der Planeten in eine numerische Ordnung bringen. Sphärenmusik. Merkur, Venus, Erde, Mars, Saturn und Jupiter. Kepler sagte: Gott hat das Universum mit einer numerischen Gesetzmäßigkeit versehen. Keplers erstes Gesetz lautet: Die Umlaufbahnen der Planeten stehen mit den Achsen ihrer Ellipsen in Zusammenhang. Das Universum gehorcht einer Ordnung. Der Brite Isaac Newton lieferte dafür den mathematischen Beweis. Die Ellipsen der Planetenbahnen sind zwingend notwendig. Die Schöpfungsgeschichte wurde durch Mathematik beschrieben. Dann erfand der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz die Differentialrechnung. Es ist weit mehr als nur ein Witz, dass man ausgerechnet einen Keks nach Leibniz benannte. Er entwickelte das Prinzip einer Rechenmaschine, das auf einem binären Zahlensystem beruht. Gerechnet wird nur mit 1 und 0. Die 1 steht für Gott. Die 0 für das Nichts. Leibniz sagte: Indem Gott rechnet, entsteht die Welt. Die 1 ist Grundlage von allem. 1 zu 0 für Gott. Doch was passiert, wenn alles nur durch Zahlen beschreibbar ist? Längst suchen die Forscher nach dem genetischen Code. Wie lautet die Urformel für den Menschen? Am Ende ist der Mensch notierbar und als Klon beliebig aufführbar wie eine kosmische Symphonie. Aber ist der Mensch nicht doch ein wenig mehr als höhere Mathematik? Sprechen Mathematiker von Mathematik,
dann sprechen Sie von der Wissenschaft der Muster. Viele dieser Muster sind nicht mehr real, sie existieren nur im Kopf. Unsichtbare Welten, so schön wie ungehörte Musik. Die Mathematik ist ein Erkenntnisprozess, immer weiter auf dem Weg. Wir wissen, für den Würfel gibt es eine Lösung, aber begreifen wir sie auch? Ist Mathematik die Sprache Gottes oder der Natur? Der Würfel ist ein schwieriges Ding. Und damit es ein bisschen leichter wird, stelle ich Ihnen jetzt mal meine Gäste vor, Ladies First. Zunächst Kai Niesel, schönen guten Abend. Guten Abend. Mathematikerin und Physikerin, arbeitete bei Nobelpreisträger Manfred Eigen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, erforschte Modelle der Evolution von Viren und ist heute Leiterin der Bioinformatik-Forschergruppe Algorithmen und Simulation an der Universität Tübingen. Dann Herbert Mertens, schönen guten Abend. Historiker und Mathematiker, Professor für Neue Geschichte, genauer für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Braunschweig. Unter anderem Autor des inzwischen leider vergriffenen und bitte wieder neu aufzulegenden Buches Moderne Sprache Mathematik. Und ich begrüße Peter Gritzmann. Schönen guten Abend. Guten Abend. Professor für Mathematik an der TU München, ausgezeichnet mit dem Max-Planck-Forschungspreis und Autor des populärwissenschaftlichen Buches Das Geheimnis des kürzesten Weges, das bei Springer erschienen ist. Herr Gritzmann, das fing an mit Zählen von Vieh und Getreide bei den Babyloniern, dann wurde auch gemessen. Wann wurde aus diesem Rechnen und Messen eigentlich wirklich Mathematik? Es ist natürlich die Frage, was Sie als Mathematik definieren. Ich glaube, Rechnen und Messen ist etwas, was Menschen tun und tun müssen, um mit ihrer Umwelt zurechtzukommen. Und Mathematik ist das auch. Mathematik ist in gewisser Hinsicht ein Instrument, um die Umwelt besser verstehen zu können. Also insofern können Sie ruhig sagen, die Mathematik hat eine lange, lange Geschichte. Mhm. Und im strengeren Sinn, also so wie man das heute versteht, Mathematik? Naja, es hat sehr viele Phasen gegeben, in denen die Mathematik ihren Charakter geändert hat, im Sinne der zunehmenden Strenge. Descartes hat gesagt, alles, was nur vermutlich richtig ist oder fast richtig ist, ist vermutlich falsch. Und so ist es ja auch. Es ist klar, dass wenn man an die Grundlagenfragen in der Mathematik denkt, dass da zu Anfang dieses Jahrhunderts bedeutende Entwicklungen stattgefunden haben, die nochmal das Bild der Mathematik auf sich selbst verändert haben. Mhm. Herr Mertens, was hat Mathematik für Sie als Historiker für einen Status? Also ist das eine Geisteswissenschaft, weil sie sich sozusagen mit Konstrukten unserer Vorstellungen beschäftigt? Ist das eine Naturwissenschaft, vielleicht keins von beiden oder die einzige Verbindung von beiden, die es gibt? Wahrscheinlich die einzige Verbindung von beiden. Mathematik ist eine Technik, aber eine konstruktive, kunstvolle Technik, würde ich sagen. Wenn Sie nach den Babyloniern gefragt haben. Es ist erst vor ein paar Jahrzehnten erforscht worden, wie das babylonische Zahlensystem zustande gekommen ist. Und es ist zustande gekommen durch vorhergehende Zahlensysteme, die alle verschiedene Anwendungsbereiche hatten. Der berühmte Satz aus der Bibel, Gott hat alles nach Maßzahl und Gewicht geordnet, hören Sie genau hin. Zahl ist nicht dasselbe wie Gewicht. Mhm. Zahl heißt Anzahl. Das heißt, es gibt drei Quantitäten. Das sind drei verschiedene Quantitäten, die gedacht werden. Daraus muss man erstmal die Zahl als reine Zahl extrahieren. Und das ist
dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung Zweistromland geschehen. Das hat ein paar hundert Jahre gedauert. Aber erst dann gab es eine Zahl. Vorher bedeuteten die Symbole Maßeinheit, Gegenstand und Quantität gleichzeitig. Das heißt, es gab ein Zahlensystem für Bier. Es gab ein Zahlensystem für Getreide, es gab ein Zahlensystem für tote Tiere, es gab ein Zahlensystem für lebendige Tiere. Daraus mussten Menschen erst Zahlen schaffen. Das heißt, dieses ganz elementare Stück Mathematik, nämlich die Zahl als solche, ist eine Konstruktion, eine Bürokratentechnik, die Jahrhunderte gebraucht hat. Ja, gehört ja auch immer ein Beamtenapparat eigentlich dazu, den nicht ja, genau, deswegen ist es nötig geworden. Das war eine Tempelwirtschaft, die eine große Bevölkerungsgruppe zu versorgen hatte. Die Leute mussten ihre Ernten abliefern und kriegten im nächsten Jahr dafür dann wieder das Saatgut. Und das wurde alles auf Tontäfelchen aufgeschrieben. Und glücklicherweise ging Tontäfelchen in trockenem Klima nicht kaputt, sodass sie alle heute noch ganz viele davon haben. Und mit einem Computerprogramm entschlüsseln konnten vor nicht allzu langer Zeit, wie die reine Zahl überhaupt entstanden ist. Also man brauchte viel Mathematik, um die Entstehung der Mathematik zu finden. Wie ist das bei Ihnen, Frau Niesel? Also wenn man so, also mir geht das jedenfalls so, wenn ich an Mathematik denke, dann kommt natürlich Physikunterricht, Newton und so weiter. Das hat eigentlich wenig oder gar nichts mit Biologie zu tun. Wie ist das bei Ihnen? Wie greift da Mathematik und Biologie ineinander? Tatsächlich habe ich auch während meines Schullebens auch da keine Verbindung so gesehen. Das hatte für mich nur Mathematik und Physik. Leider habe ich wenig von der Biologie mit der Mathematik Berührung gefunden, obwohl wir auch schon in der Schule Mendelsche Gesetze gemacht haben. Heute würde ich auch sagen, ich benutze die Mathematik, um biologische Probleme zu lösen. Also in dem Sinne als Technik, vielleicht um Einsichten zu gewinnen in biologische Phänomene. Also mein Schwerpunkt heute ist tatsächlich in der Biologie. Und da hilft es, Gesetzmäßigkeiten und auch diesen strengen Formalismus, diese Techniken anzugehen. Sonst werden wir manchmal auch ein bisschen überrannt von dieser Komplexität der Biologie. Die ist viel komplexer als zum Beispiel die Physik. Und braucht deshalb auch eine andere Mathematik? Das ist die große Frage. wird auch sehr stark diskutiert. Mein Doktorvater zum Beispiel, Physiker, Professor Manfred Eigen, hat versucht, mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Biologie zu beschreiben. Und das, muss ich gestehen, hat mich auch sehr geprägt, aber nicht unbedingt nur in die Richtung gedrückt. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht heute so sprechen, aber nicht in 10 Jahren wieder anders sprechen. Dafür ist das Gebiet sehr dynamisch. Und ich würde sagen, auch zwischen den verschiedenen Fraktionen, je nachdem, wo man herkommt, wird das auch unterschiedlich gesehen. Also ich als Mathematikerin bin ein bisschen weniger physikalisch geprägt, aber die Physiker würden auch gern die Biologie mit der Physik erklären. Wenn ich jetzt Ihre drei Meinungen zusammenfasse, dann scheint doch so ein gemeinsamer Konsens zu sein, dass die Mathematik uns sozusagen von Anfang an kulturell begleitet und dass sie doch so etwas wie eine Grundstruktur der Welt ist, die also uns hilft, Getreide zu verwalten, biologische Systeme zu erkennen. Oder tatsächlich also im Sinn von Mathematik, wie wir sie aus der Schule kennen, damit umgehen zu können, Symbole verarbeiten zu können und so weiter. Ist das für Sie die Sprache der Natur? Ich würde sagen, die Natur hat keine Sprache. Wir Menschen produzieren eine Sprache, in der wir Natur beschreiben können.
und die funktionale Sprache dafür ist die mathematische. Und ich möchte Sie insofern korrigieren, was ich meinte mit Mathematik ist Technik, heißt nicht die Anwendungstechnik, sondern auch die mathematische Forschung als Untersuchung von Zeichensystemen in einer letztlich konstruktiven Weise. Mhm. Und der Grund dafür ist Symbolgebrauch. Um uns über die Welt zu verständigen, um in ihr zu überleben, brauchen wir Symbole. Und eine Technik des Symbolgebrauchs, nämlich der eindeutige, unverwechselbare Symbolgebrauch, ist das, worauf Mathematik aufbaut. Heißt das denn, dass man immer zu einer Lösung kommt? Entschuldigung. Also für mich würde das viel zu eng gegriffen sein, Mathematik als Technik auch in diesem von Ihnen erläuterten Sinn zu verstehen. Denn es ist sicher richtig, das Ergebnis von mathematischer Forschung können Techniken sein, sind oft Techniken, mit denen wir die Welt besser verstehen oder auch manipulieren können. Mit denen Handys funktionieren, mit denen ICEs funktionieren, mit denen Computer funktionieren, ganz sicherlich. Aber diese Form von Begrifflichkeit, die Sie benutzen, ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die ich versuche, etwas zurückzudrängen. Denn der Unterricht in den Schulen hat gerade dieses technische Element oftmals im Vordergrund, und es ist nicht ein Manipulieren von Zeichenketten, das Mathematik ausmacht. Die mathematische Forschung ist ein Prozess, der so kreativ ist wie das Schaffen von Musik, wie das Schaffen von Kunst, sodass der Begriff Technik für mich viel zu eng gegriffen ist und, wenn Sie ihn so nicht meinen, verwirrend benutzt ist. Er ist ein bisschen provokativ benutzt, das ist schon richtig. Aber die Technik eines Maschinenbauers heute, der Parallelroboter baut, ist eine ausgesprochen kreative, komplexe Angelegenheit, die sich mit... ich glaube nicht, dass man die Mathematik unbedingt sehr viel höher stellen muss. Das ist anders. Aber was ich meine ist, dass Mathematik Konstruktion ist. Konstruktion so wie Brückenbau, meinetwegen. Mathematik ist auch Fantasie. Mhm. Ja, Fantasie. Intuition? Brückenbau. Intuition, sicherlich. Maschinenbau, ja. Brückenbau ist durchaus mit Fantasie, Intuition verbunden. Wenn Sie Brückeninnovationen, die berühmte Brücke über den Firth of Forth angucken, was ist da alles zusammengekommen an Innovationen? Ja, insofern sind Mathematiker den Techniker. Also wenn Sie den Begriff Technik so weit fassen, ist Musik und Kunst auch Technik und dann haben wir keine Probleme. Aber um nochmal auf die teilweise. Ausgangsfrage zurückzukommen, vielleicht konstruieren wir uns auch die Natur so. Ich meine, das ist eine der Fragen, die ich unheimlich spannend finde. Sehen wir die Natur so, wie wir sie sehen, weil wir uns sie so formalistisch zum Beispiel konstruiert haben? Würde es andere Welten geben, wo anderes Verständnis seiner selbst und seiner Umgebung anders bewirkt wird durch die Konstruktion des Denkens? Ich weiß es nicht. Also ich finde das eine unheimlich spannende Frage, aber ich kann nicht sagen, dass die Mathematik die Sprache der Natur ist. Nur könnte man ja sagen, da gibt es einen tollen Test, weil Mathematik ist sozusagen die Sprache, in der wir ein Programm schreiben. Mhm. Es ist das Programm selber. Und es ist dann auch das Programm, das in die Natur eingreift sozusagen, dass wir testen können. Können wir damit feststellen, ob die Mathematik sozusagen der Natur gleicht? Ob sie das Programm ist, die Sprache des Programms der Natur? Denn möglicherweise ist das ja die Sprache der Evolution. Also ich glaube, wir sehen nur etwas, wofür wir Augen haben. Wir können nur etwas erkennen, das wir
entweder durch unsere Sinne oder durch Instrumente nachweisen können. Mhm. Unabhängig davon, was sonst noch um uns herum existiert. Insofern können wir nicht erkennen, was außerhalb dessen ist, mhm. was wir erkennen können. Das ist ganz klar. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der ein zumindest es als wahrscheinlich oder als zumindest möglich erachten lässt, dass Ihre Ausgangsfrage mit Ja beantwortet werden kann, ist, dass eigentlich in der Mathematik wie auch in der Natur, wie wir sie kennen, ökonomische Prinzipien in einem gewissen Sinn vorherrschen, dass man nämlich aus einfachen Bausteinen, aus Einzelteilen mit wenigen Regeln, ganz wenigen Regeln sehr komplexe Gebilde konstruiert. Und da ist natürlich die Stärke der Mathematik, dass sie gerade mit wenigen Regeln Objekte manipulieren und verstehen können, auch komplexe Systeme bilden und komplexe Systeme, die da sind, analysieren können. Gut, dann machen wir hier rückwärtig wieder auch darauf reduzieren können, wenn Sie komplexe Systeme sehen, auf die einfachen Regeln zurückführen können, um sie dann vielleicht besser zu verstehen. Dann machen wir an dem Punkt mal einen Schnitt. Das gesamte Gebäude der Mathematik ist ja in nur wenigen tausend Jahren entstanden. Wir haben eben darüber gesprochen. Damit das Organ entstehen konnte, mit dem wir Mathematik betreiben, vergingen jedoch mehrere Millionen Jahre Evolution. Das Gehirn, mit dem wir heute in der Schule Alma 1 und Integralrechnung lernen, ist dasselbe, mindestens mal das, wie des 40.000 Jahre alten Steinzeitmenschen. Manches in der Mathematik erscheint uns daher naheliegend, leicht zu verstehen, anderes wie Bruchrechnung beispielsweise eher unanschaulich und schwer. Dafür müssen erst die entsprechenden neuronalen Schaltkreise im Gehirn aufgebaut werden und das kostet eine Menge Zeit und Übung. Dennoch sagt der Neurowissenschaftler, Psychologe und Mathematiker Stanislas Dehaene, den Sie gleich kennenlernen werden, dass nur wenig dafür spricht, dass das Gehirn großer Mathematiker eine besondere neurobiologische Struktur hat. Tatsächlich hat der Forscher gezeigt, dass wir gewisse numerische Fähigkeiten, wie er es nennt, bereits mit den Tieren teilen. Und schon ein 5 Monate altes Baby weiß, dass 1 und 1 2 macht. Denn Mathematik ist nicht nur Logik, sondern etwas, das in unseren Gehirnen stattfindet. Und die sind einschließlich aller Zahlen in eine lange Evolutionsgeschichte eingebunden. Miriam Kabe stellte Ihnen einige erstaunliche Resultate der neurobiologischen Matheforschung vor. Unsere Schüler wissen wenig von Mathematik. PISA hat es ans Licht gebracht. Unsere Intellektuellen haben das Wenige, das sie einmal wussten, längst vergessen und kokettieren noch damit. Die Welt der Zahlen und Formeln ist für die meisten rätselhaft. Etwas geht da gehörig schief, denn eigentlich hat uns die Natur mit einem sehr feinen Gespür für mathematische Elemente wie Mengen, Entfernungen, Räume ausgestattet. Stanislas Dehaene, Neurowissenschaftler und Mathematiker in Paris, hat diesen sogenannten Zahlensinn untersucht. Er will wissen, warum wir überhaupt rechnen können. Wie kommt die Mathematik in den Kopf? Noch vor kurzem hatte man die Vorstellung, dass sich die Fähigkeit zur mathematischen Abstraktion sehr langsam entwickelt und dass selbst im Alter von 5, 6 oder 7 ein Kind noch sehr wenig mathematisches Verständnis besäße. Diese Vorstellung von einem langsamen und Schritt für Schritt sich aufbauenden Mathematikverständnis gilt heute nicht mehr. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Grundlagen der Mathematik, das heißt Zahlen, aber auch Raum, Zeit, Objektpermanenz, dass diese Grundlagen vom ersten Lebensjahr an vorhanden sind. Babys kommen mit einem erstaunlichen Gefühl für Zahlen zur Welt. Schon direkt nach der Geburt können sie zwischen 2 und 3 Objekten unterscheiden.
Ihre Fähigkeiten entwickeln sich rasant und ab dem Alter von 6 Monaten verstehen sie sich, unsichtbar für uns, aber in zahlreichen Versuchen erwiesen, bereits auf erste Rechenoperationen. Zahlreiche Experimente haben belegt, dass die Kinder in diesem Alter den Unterschied in der Anzahl von Objekten erkennen können, aber auch schon zur Addition und Subtraktion fähig sind. Sie können sich sagen, wenn ich 4 Objekte habe und 2 davon wegnehme, müssen 2 übrig bleiben, so ungefähr 2. Diese Fähigkeit ist ab dem 6. Monat schon hoch entwickelt, doch sie entfaltet sich weiter. So ist ein Kind von 6 Monaten noch ziemlich ungenau. Es unterscheidet nicht zwischen 12 und 16 Objekten. Mit 9 Monaten macht es diese Unterscheidung. Diesen Zahlensinn teilen wir mit den Tieren. Für die Evolution war es wichtig, zählen zu können. Ein Löwenrudel muss abschätzen können, ob ein anderes Rudel aus mehr oder aus weniger Tieren besteht. Sind es mehr, so wird es flüchten, sind es weniger, greift es an. Doch ein Manko hat dieser angeborene Zahlensinn bei Kindern und Tieren. Er erlaubt keine Genauigkeit. Zahlen genau zu erfassen, gelingt uns mit unserem Zahlensinn nur bis 3. Danach beginnt der Bereich der Annäherung und Schätzung. Zur Exaktheit und damit zur Mathematik gelangen wir erst über die spezifisch menschliche Fähigkeit, Symbole zu schaffen. Durch die Zahlensprache können wir etwa die 7 oder die 5 eindeutig bestimmen und exakte Formeln aufstellen. Für unser Gehirn bedeutet das Höchstleistung. Unser angeborener Zahlensinn, erklärt uns der Ähn, sitzt im parietalen Kortex der rechten und linken Gehirnhälfte. Diese Region wird aktiviert, wann immer wir mit Zahlen und Schätzungen zu tun haben. Für die exakte Mathematik jedoch ist unser Gehirn nicht eingerichtet. Viele andere Bereiche, die von der Natur ursprünglich Fähigkeiten wie Sprachverarbeitung und visueller Identifikation zugedacht waren, müssen für die Mathematik neu verschaltet werden. Das macht sie zu einer derartigen Herausforderung. Die Basis aller höheren Mathematik bleibt jedoch immer der angeborene Zahlensinn. Auf ihm baut alles auf. Er ermöglicht einen intuitiven Zugang zur Mathematik und darauf fußt die asiatische Pädagogik. Durch das Lernen mit dem Abakus und eine anschauliche Zahlensprache werden Kinder mit allen Sinnen gefördert. Obwohl Mädchen im Schulalter im Schnitt in mathematischen Tests schlechter abschneiden, sind asiatische Mädchen westlichen Jungen meist überlegen. Denn in westlichen Schulen, so der Ähn, wird die spielerische Intuition der Kinder abgetötet. Im schulischen Bereich versteht man noch zu wenig von den mathematischen Fähigkeiten der Kinder. Also kommen manche Kinder mit all ihren Fähigkeiten in die Schule und man sagt ihnen, nein, ihr dürft nicht mit den Fingern zählen. Es gibt Kinder, die ihre Finger verstecken, weil man ihnen gesagt hat, dass sie nicht damit rechnen dürfen. Jeder kann Mathematik erlernen, wenn er nicht gerade an Dyskalkulie leidet, der Störung des Zahlensinns. Keiner sollte mit Unfähigkeit kokettieren, denn die Mathematik kann uns, wie keine andere Wissenschaft, die Welt, die uns umgibt, erklären. Ich glaube, die Mathematik ist ein Konstrukt des menschlichen Gehirns. Aber dieses menschliche Gehirn hat sich ja auch in Anpassung an die Außenwelt entwickelt, über circa 10 Millionen Jahre. Also haben wir ein menschliches Gehirn, das sehr aufmerksam auf Regelmäßigkeiten in der Außenwelt reagiert und sie in seinem Inneren abbildet. Daher sieht es für uns so aus, als würde sich die Mathematik wie ein Handschuh an die physikalische Welt anschmiegen.
Wir müssen lernen, mit dem unschätzbaren Instrument Mathematik umzugehen und es unseren Kindern von klein auf zu vermitteln. Ja, und wenn wir das machen, unseren Kindern das von klein auf zu vermitteln, fragt sich natürlich erstens, wie machen wir das besser? Und zweitens, warum geben wir eigentlich damit an? Also ich habe das mehrfach schon gehört, dass wir von Mathematik keine Ahnung haben und auch nicht groß Ahnung haben brauchen. Haben Sie da eine Erklärung für, Frau Nieselt? Ich kann es sogar noch verschärfen. Wenn ich sage, ich bin Mathematikerin, werde ich angeguckt als etwas skurril. Also das ist sogar umgekehrt eher skeptisch, sogar noch bei einer Frau, noch eher vielleicht sogar als bei Männern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber meine Lebenserfahrung ist so. Und in der Schule sozusagen, ich finde Mathe das Lieblingsfach, dann war man also eigentlich schon fast Außenseiter. War das mal anders historisch? Ich bin sicher, dass es vor mehreren hundert Jahren eher umgekehrt war, wenn man sich damit gerühmt hat, dass man dann Außenseiter war. Gerühmt hat, dass man das mathematische Wissen nicht hätte. Das gehörte zur Ausbildung dazu, das musste man beherrschen. Was sagen die Historiker? Ich würde sagen, ja, ich denke, dass diese Missachtung ist eine Folge von der deutsche Idealismus, die Romantik und die Hochschätzung, insbesondere in Deutschland, der Dichter und Denker ist eins, was die andere Seite sozusagen deutlich in den Hintergrund gedrängt hat. Wobei die Mathematiker ja auch Denker waren. Aber nicht in dem Sinne der Dichter und Denker. Da reden wir von vielen deutschen Philosophen, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer und so weiter. Naja, Kant war auf dem mathematischen Lehrstuhl und ich will jetzt nicht die großen Namen in die Runde werfen, aber man kann wirklich streiten, ob jemand wie Gödel nicht ein großartiger Philosoph gewesen ist, nebenher. Da stimme ich Ihnen komplett zu, nur das Bild ist etwas anders. Das Kant sich ja eine Theorie der Entstehung des Himmels gemacht hat, gehört nicht zum Allgemeinwissen. Zum Beispiel. Was machen wir denn falsch? Was können wir besser machen, wenn es darum geht, Mathematik zu vermitteln? Karl Valentin wurde mal von einem Reporter gefragt, wie denn sein Eindruck so gewesen sei, direkt nach der Geburt. Und er sagte, als mich die Hebamme empfing, war ich doch sehr verwundert. Ich hatte diese Frau in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist genau unser Problem. Die Menschen, die ein Urteil über Mathematik fällen und die Urteile, die beschrieben worden sind, existieren ja. Mhm. Die kennen eigentlich nicht das Wesen der Mathematik, die kennen nicht die Freude der Mathematik, sie kennen nicht die Fähigkeiten der Mathematik und dementsprechend ist es notwendig, den kreativen Aspekt dieses Faches, natürlich gerade auch in den Schulen, denn da kommt das Bild der Mathematik her, das unsere Gesellschaft prägt, zu fördern. Hängt das damit zusammen, dass man in der Schule sozusagen instrumentell lernen muss? Also du musst Bruchrechnung können, du musst, Differentialgleichungen beherrschen, damit du wenigstens ein bisschen was von Physik mitkriegst. Aber das ist es auch im Grunde genommen, dass man nur diese, wir hatten eben darüber gesprochen, dass man praktisch nur diese technischen Verfahrensweisen lernt, aber nichts von den Grundlagenfragen mitkriegt. Also was ich glaube ist, dass zum einen die Mathematik in der Schule immer noch geprägt wird von der sozusagen gut abgehangenen 200 Jahre alten Mathematik. Ein weiteres großes Problem, das damit aber eng zusammenhängt, ist die Frage des Alltagsbezugs und zwar nicht in irgendeiner künstlichen Form von Textaufgaben, sondern in Form von Modellierungsfragen. Wenn Sie wirkliche Probleme modellieren, haben Sie schwierige Mathematik, die Sie behandeln müssen, mindestens so schwierig wie die Mathematik, die in der Schule behandelt wird, aber sie ist nicht mehr deduktiv,
nicht mehr ein Gebäude, dass sie sozusagen, wenn sie richtig anfangen, richtig einen Satz von Gleichung und Ungleichung triggern, dann kriegen sie schon das Ergebnis raus, sondern das Ende ist offen. Es ist nicht klar, wie man das Ganze löst. Und wenn sie einen solchen kreativen Umgang mit der Mathematik wenigstens in Elementen in den Schulunterricht integrieren könnten, dann, glaube ich, wäre eine Chance da, dass sich das Bild langsam ändert. Wie geht man denn vor, wenn man so eine neue Theorie oder ein neues Modell entwickelt? Also Sie haben ja zum Beispiel ökologische Systeme bzw. das Verhältnis von Ökologie und Ökonomie, wenn ich es richtig weiß, untersucht. Wie geht man denn da vor? Erschafft man da eine neue Sprache? Wie macht man das? Also in vielen Fällen kommen die Probleme direkt aus der Praxis. Also wir haben zum Beispiel mit Landwirten zusammengearbeitet. Da ging es um den Pacht- und Nutzungstausch, um größere Einheiten zu schaffen. Also nicht die klassische Form der Flurbereinigung, sondern eine, die nur auf Tausch basiert, sodass man es jederzeit rückgängig machen kann und es sehr flexibel gestalten kann. Und da kommt das Problem direkt aus der Praxis. Dann versuchen Sie es zu modellieren. Und das Modellieren machen Sie natürlich mit Hilfe unter Anwendung, da kommt der Aspekt Technik auch rein, zunächst mal von Methoden, die Sie bereits kennen. Dann schauen Sie, ob diese Methoden weitreichend sind, produzieren Ergebnisse, typischerweise Algorithmen, die Sie mit dem Rechner an den Fluren auch ausprobieren und diskutieren wieder mit den Landwirten und dann sehen Sie, so geht's nicht. Und dann kommen Sie wieder zurück in Ihr Kämmerlein, wenn Sie so wollen, und dann versuchen Sie, die Strukturen weiter zu verstehen. Und das ist ein iterativer Prozess, bei dem Sie sehr häufig Kontakt sozusagen mit dem Praxisproblem haben, das Sie leitet, aber auch sehr häufig die Augen schließen und vor ihrem geistigen Auge mathematische Modelle in sehr, sehr hochdimensionalen Räumen, und wir reden hier wirklich von Tausenden von Dimensionen, haben und Vorstellungen entwickeln, um zu verstehen, was dort passiert. Aber sind wir damit nicht eigentlich an dem Punkt, dass das, was Sie beschrieben haben, das ist, was doch bei jeder Modellbildung im Grunde genommen passiert? Also wenn ich, egal in welchem Bereich, wenn ich ein einigermaßen zutreffendes Bild der Welt mir machen will, muss ich doch genauso vorgehen, wie Sie das geschildert haben. Das ist korrekt. Der Unterschied der Anspruch der Mathematik geht aber noch ein Stück weiter. Wenn ich jetzt ein Modell habe, das mir praktisch gute Ergebnisse liefert, sind die Landwirte damit zufrieden. Aber der Mathematiker ist nicht zufrieden. Der Mathematiker möchte noch beweisen, dass es so ist. Ohne einen mathematischen Beweis könnte es ja sein, dass es noch viel bessere Lösungen gibt. Also der Anspruch ist nicht der Anspruch, es soll funktionieren, ja, in dem praktischen Sinne, sondern es soll auch noch im theoretischen Sinne funktionieren. Nur so entstehen neue Theorien. Anders hätte man nur sozusagen praktische Systeme entwickelt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Gibt es da sowas wie so einen Beweis, von dem Herr Gritzmann gerade sprach? Für die biologischen Probleme? Ich denke mal, für die Mathematiker auf jeden Fall. Also eine klassische Sache ist, wenn man zum Beispiel den Baum des Lebens rekonstruieren möchte, etwas, was sozusagen ja Darwin postuliert hat und dann gesagt, ne, wir sind ja hierarchisch aufgebaut und kommen alle von einem gemeinsamen Vorfahren. Und diese Rekonstruktion ist zum Beispiel etwas, was wir heutzutage sehr stark betreiben in der Bioinformatik. Und die Verfahren dort, die wir dort einsetzen, sind hochmathematisch. Und auch hier gibt es natürlich immer irgendeine Lösung zunächst einmal. Und häufig, wenn man sie einem Biologen präsentiert, der sieht dann, jawohl, der Mensch ist mit dem Schimpansen auf dem Baum eingezeichnet, als gemeinsamen Vorfahren sind die nebeneinander und dann kommt vielleicht die Maus und so weiter. Dann sagt er, ja, das ist korrekt, dein Verfahren stimmt. Aber der Mathematiker, also wir würden dann sagen, okay, also wir haben zwar eine richtige Lösung produziert,
Aber es gilt das für alle Fälle. Und hier gibt es aber jetzt keine definitive Antwort, dass wir die haben, sondern daran forschen wir tatsächlich. Denn sobald wir zum Beispiel auch neue Daten wiederum bekommen, sehen wir oft, hallo, das ist genau dieser iterative Prozess, plötzlich stimmt die Lösung nicht mehr. Und wir sind weiter am Arbeiten. Führt das manchmal, das haben Sie ja beschrieben, Herr Mertens, unter anderem, führt das manchmal zu völlig neuen Grundlagenkrisen, also in denen zum Beispiel der Begriff der Wahrheit überhaupt in Frage gestellt wird? Weil der ist ja ziemlich fundamental. Ich glaube, das ist ein historischer Prozess, der ein bisschen komplizierter ist. Ich würde gerne nochmal auf die Vermittlung von Mathematik zurückkommen. Mhm. Wir sind so schnell jetzt auf Modelle gegangen, die hochkomplex sind. Und ich denke, Sie hatten damit begonnen, dass die Arbeit in der Schule kreativ sein sollte. Und ich denke, das ist völlig richtig. Es gibt einfache Modellbildungsprozesse, auf die man Schüler loslassen kann, ohne Probleme. Und ich habe Mathematik studiert, letztendlich, weil ich einen Lehrer hatte, der mit uns eine sehr einfache mathematische Theorie, Gruppentheorie gemacht hat, und er uns hat Beweise finden lassen. Und das heißt, wir haben in der Schule und in den Hausaufgaben gesessen und darüber nachgedacht, wie kriegt man das hin, diese Eigenschaft zu beweisen. Und das war etwas, das hat eine Schulklasse, das war unser Klassenlehrer, dazu gebracht, dass hochprozentig Mathematik, Physik dann als Studienfächer gewählt wurden. Das war der kreative Prozess. Und was es eben nicht sein darf, ist das Einüben von Regeln und die Antworten auf die Frage, warum ist das so, die heißt sehr häufig, das ist so. Aber nicht, warum ist das so gemacht? Mathematische Verfahrensweisen, auch die einfachen, sind Konstruktionen. Und die Konstruktionen haben einen Grund, weil sie funktionieren. Dieser Einblick, der wird meines Erachtens in der Schule selten vermittelt. Dann schauen wir uns jetzt mal einen Mann an, der kreativ konstruiert hat. 1962 entdeckte nämlich ein Mann namens Benoit Mandelbrot, der ein in Polen geborener Forscher bei IBM ist, eine seltsame Struktur, die Mandelbrot bereits bei dem französischen Mathematiker Gaston Julliard fand, der 1893 geboren wurde. Er hatte diese Struktur bereits erkannt, Julliard, konnte sie aber nie wirklich richtig sichtbar machen. Das gelang erst Mandelbrot mit seinem Computer, der dieselbe Rechnung immer und immer wieder, aber viel schneller durchführen und sie dann auch bildlich darstellen konnte. 1962 also erforschte Mandelbrot in Harvard die Kursschwankungen der Baumwollpreise und erkannte eine dahinterliegende Struktur, die damalige Wirtschaftstheorie völlig über den Haufen warf. Das Bild dieser Struktur kennen Sie. Sie erinnern sich vielleicht, vor 25 Jahren etwa waren diese Mandelbrotmengen oder Fraktale, kurz Apfelmännchen, auf T-Shirts, Uhren, Postern, Bildschirmschonern von Computern. Mandelbrots Buch »Die fraktale Geometrie der Natur« veränderte unsere Sicht der Natur entscheidend. Und gerade eben erschien sein neuestes Buch »Fraktale und Finanzen« bei Piper. Harald Zander hat sich mit Mandelbrots deutschen Kollegen getroffen, der selbst Wesentliches zur Erforschung dieser neuen Struktur der Welt beitrug. Mit solch faszinierenden Bildern stieß in den 80er Jahren ein neuer Zweig der Mathematik auf breites Interesse. Was wie eine Küstenlinie aussieht, ist die Visualisierung einer endlosen Zahlenmenge, eines Fraktals. Fraktale ermöglichen die Beschreibung von Strukturen, die rau und zerfasert sind.
fraktal sind auch Systeme mit nicht exakt vorhersagbaren zeitlichen Abläufen, wie zum Beispiel das Wetter. Die fraktale Geometrie wird deshalb als Geometrie des Chaos bezeichnet. Sie erforscht den Bereich zwischen Ordnung und Unordnung. Doch was ist gewonnen, wenn man weiß, dass der Struktur eines Farnblattes oder eines Baumes ein Fraktal zugrunde liegt? Nicht-lineare Phänomene der Natur sind jetzt berechenbar. Das komplizierte Gefäßsystem einer Leber ähnelt den Verästelungen einer Eiche. Mithilfe fraktaler Berechnungen ist es Heinz Otto Peitgen gelungen, eine Software herzustellen, die das Risiko bei Tumoroperationen kalkulierbar macht. Es werden durch diese Software Grenzen verschoben. In mehrfacher Hinsicht. Es werden mit dieser Software Entscheidungen gefällt, die bedeuten, in diesem Fall sehe ich jetzt ganz klar, dass eine Chirurgie unmöglich ist, zu keinem guten Ergebnis führen kann, wohingegen ohne die Software ein Versuch gemacht worden wäre, weil einfach das Wissen nicht da war. Es werden aber auch Chirurgien durchgeführt mit der Software, wo man vorher gesagt hätte, das ist mir zu unklar. Ich sehe, hier gibt es ganz viele Risiken und ich weiß nicht, wie ich diesen Risiken begegnen soll. Und mit der Software werden die Risiken erhellt und es wird klar, wie der chirurgische Weg sein könnte, um die Chirurgie durchzuführen. Die Optimierung der bereits vorhandenen Mittel. Das ist die bahnbrechende Leistung dieser Software. Die mathematische Berechnung des risikoärmsten Eingriffs wird der Medizin in Zukunft noch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, auch bei der Operation anderer komplexer Organe. Dass kleinste Veränderungen in einem System gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen können, zeigt das legendäre Beispiel des Schmetterlings. Sein Flügelschlag kann unter Umständen einen Wirbelsturm auslösen. Auch diese Wirkungskette lässt sich als fraktal beschreiben. Doch je mehr unkontrollierbare Faktoren auftreten, umso schwieriger gestaltet sich der Versuch, in diesem Chaos Gesetze zu entdecken. Bei der Klimaforschung könnte dies eines Tages zu der Gewissheit führen, dass Prognosen unmöglich sind. Optimistischere Aussagen lassen sich dagegen für die Finanzmärkte treffen. Schon immer wurde versucht, mit mathematischen Formeln den Zufällen des globalen Marktes ein Schnippchen zu schlagen, aber mit wenig Erfolg. Doch die fraktale Geometrie bietet hier einen neuen Ansatz. Im besten Sinne sieht der Verlauf einer Aktie über die Zeit als Muster so aus wie eine Küstenlinie oder hat so eine Art Ähnlichkeit zu einer Küstenlinie. Das heißt, in der Geometrie einer Aktie als Muster, da liegt etwas Fraktales. Und wenn da etwas Fraktales drin liegt, ist die Frage, kann diese fraktale Geometrie-Mathematik dieses Muster genauer beschreiben, und zwar in einem präzis mathematischen Sinne, der darüber hinausgeht, einfach zu sagen, es sieht aus wie eine Küstenlinie oder es hat selbstähnliche Eigenschaften. Und in der Tat, das kann die Mathematik. Es erscheint unglaublich, aber jede Aktie hat ein individuelles, fraktales Muster und dieses Muster ist selbstähnlich. Das heißt, der Kursverlauf lässt sich kaum unterscheiden, egal ob man 60 Tage, Wochen oder Monate betrachtet. Das gleiche gilt für die Börse als Ganzes. Hier liegt eine Möglichkeit, Investitionsrisiken abzuschätzen. In den Märkten sich bewegen heißt ja Risiken erkennen. Nicht? Und in den Risiken liegt praktisch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, ja, etwas Positives herauszuholen. Und das, was wir bei der Leber machen, ist eine neue Form der Risikoerkennung, der Risikobetrachtung und der Risikobewertung. Und das, was wir in den
Märkten machen können, mit ganz ähnlichen mathematischen Ansätzen, ist wieder eine Risikoerkennung, eine Risikobewertung, die anderer Natur ist als das, was man bisher hatte. Börsencrashs kann diese Methode natürlich nicht vorhersagen. Ebenso wenig, was die Karstadt-Aktie in 6 Monaten wert ist. Sie kann jedoch ein Risikofeld abstecken und vielleicht dazu beitragen, dass Menschen weniger Geld verlieren. Die praktische Anwendung der fraktalen Geometrie, egal auf welchem Gebiet, zeigt immer Möglichkeitsgrenzen auf. Worauf es ankommt, ist, den Spielraum zwischen den Grenzen optimal zu nutzen. Den Spielraum optimal nutzen. Da gibt's Wissenschaftler, die können heute einfach, weil sie es auf dem PC haben, von mathematischen